Recht herzlich willkommen zur 162. Folge von City Skylines. Ja, wir hatten hier 8.000, 7.000, wir sind wieder mehr. Die wollen auch noch mehr Wohnraum haben. Das heißt, wir sollten vielleicht auch noch ein bisschen Wohnraum zur Verfügung stellen. Wer ist die? Die Frage hier. Ja. Sollten wir mal schauen. Da können wir das noch machen. Und hier vielleicht auch noch. So, das haben wir schon mal. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Kleinkram zwischen, ne? Obwohl, das nehmen wir wieder zurück. Das hin, das hin. Was ist das hier für ein Laden? Ist eine Arztpraxis oder was, ne? Könnte sein. Wird schon richtig so sein. Hier kann noch ein Hochhaus hin. Ja. Machen wir mal so zu. Da geht auch noch was. Wenn die sich noch weiterentwickeln wollen, dann können die ja hier noch ein bisschen mehr Fläche haben. So. Das weiß ich nicht mehr, was da noch kommt. Ja, okay, dann der Kommerz noch ein bisschen. Kriegen wir hier noch was? Das reicht dann aber auch. Wir haben auch gerade 11.000 plus, das ist schön. Es wäre zu überlegen, die Steuern vielleicht doch noch hier ein bisschen anzuheben, oder? Auf 11. Und das lassen wir mal auf 10, oder? Komm, die kriegen auch 11 dahin. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass dann noch welche kommen, ne? So, okay. Der Friedhof ist stillgelegt, ne? Gucken wir mal so. Da. Also leerstehende Häuser sind, glaube ich, minimal momentan, ne? Das sieht ganz gut aus. Industrie möchte nicht kommen, Kommerz möchte jetzt noch mehr haben. Können wir hier noch ein bisschen machen. Aber dass es hier groß ist, kriegen sie auch. Da ist noch was, da. So. Dann ist das dicht. Da ist noch ein kleines Kästchen, das geht auch noch. Jo. Komm, machen wir die Reihe noch rund. Und hier ist ein bisschen kleineres. Können die dann auch noch haben. Komm, machen wir die Kreuzung hier noch mit. Fertig. Grün geht auch ein bisschen hoch gerade wieder. Hatten wir hier noch was? Ja, hier hinten können wir noch ein paar Stellen zumachen. So, jetzt ist keiner mehr da. Wir haben auch gerade fast 30.000 plus, das ist schon mal sehr schön. Blau fragt wieder nach. Das ist nicht. Ich glaube, hier am Ende machen wir eher grün hin. Passt, ne? Hier machen wir so ein grünes und ich glaube, das ist auch die falsche Farbe, ne? Passt. Ich glaube, da ist so auf den kleinen Stellen hier was drauf, ne? Oder? Ja, da ist tatsächlich einer drin. Gucken wir, was die da bauen oder nicht bauen. Oh, Industrie möchte auch was. Dann haben wir schon mal was.
fast. So, Industrie haben wir auch abgedeckt dann. Wir haben 33.000 plus, das läuft gerade. Das ist schon mal gut, dass Leute kommen. Also, da können wir jetzt mal ein bisschen abbauen. Aber das dauert natürlich trotz alledem noch ewig. Wäre schon schön, wenn da 100.000 plus wären, dass wir das abbauen können, ne? So, als nächstes müssen wir mal industriemäßig dann noch sowas gucken, ne? Ich weiß gar nicht, hier ist was. Hier ist was. Können wir da noch einsetzen und da noch einsetzen. Wenn die dann kommen möchten, ne? Bürogebäude, ne? Ist in dem Sinne auch Industrie, aber macht keinen Dreck und ist ziemlich leise, ne? Das ist der Vorteil daran, ne? Mal schauen. Das Eckhaus gibt's noch. So, lassen wir das erstmal. Hier können wir noch ein paar Skyline-Häuser bauen. So, die Straße, die Autobahn im Hintergrund durch die hohen Häuser abschotten, ne? Das war immer der Gedanke da dran. Gut. Ne, das nicht. Da muss was anderes hin. Das Mischgebiet, ne? Entweder machen da groß zu. Oder, ja, groß zu kommt da noch hin. Läuft. Gut. Ja. Kommt ein bisschen Geld rein. Einwohner 58.000. Ist aber immer noch eine grüne Zahl. Das ist sehr schön. Und wie sieht es mit dem Strom aus? Der ist noch da. Wasser ist da. Müll, das wird ein bisschen noch ein Problem werden, aber da müssen wir dann aktivieren von, sag schon. Ich glaube, wir müssen so rumdrehen, dann kommen wir hier hinten auch irgendwo. Da ist sogar noch eine Müllverbrennungsanlage, ne? Oh, Industrie möchte auch wieder kommen. Dann lass uns gerade hier nochmal ein paar bauen. Aber hier war kein Wasser, ne, oder? Doch, Wasser ist hier auch. Hier möchte keiner hinziehen. Obwohl der gerade weg ist. Und dann wird er neu gebaut, oder? Kann das sein? So, aber das machen wir jetzt mal weg hier. Und ich wollte dieses Gebäude... das schalten wir wieder ein. Dann sollten wir auch ein bisschen mehr Müll noch verbrennen können. Wahrscheinlich war das die einzigste Müllverbrennungsanlage, oder? Na, der Rest ist Dingens, ne? Müllplätze. Sonst haben wir ja nirgendwo was, oder? Doch, da ist noch was. Okay. Kann man den verschieben? Ja. Vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, den auf die andere Seite zu verschieben, irgendwo hin. Aber wo wäre das? Hier rechts haben wir ein bisschen Industrie. Hier hin, oder? Geht aber nicht. Wegen der Eisenbahn, oder liegt das daran, dass wir dann kein Geld haben? Ich glaube, es liegt daran, wir können nicht verschieben, weil das auch Geld kostet, oder was? Ja, sieht wohl so aus, okay. Dann ist das so. Gut. Haben wir aber soweit wieder im Griff, was? Tendenziell natürlich nur, muss man gucken. Hier noch was zubauen. Würde ein bisschen... da macht es aber keinen Sinn, weil... Ne, das können wir lassen. Was ist hier für ein Gebiet? Da ist noch blau. Bau da noch ein blaues und da noch ein blaues. Das würde auch noch gehen und ja, dann haben die erstmal genug. Und wir schalten um auf grün. Und das können wir hier unten noch ein bisschen machen.
Die ersten Häuserzahlen wieder vollkriegen hier. Da, ne? Und grün ist dann auch weg. Gut. Also unsere Zahl hat sich jetzt dann noch ein bisschen bei 20.000 auf jeden Fall stabilisiert. Wir hatten mal bei 7 was. Das ist mehr geworden. Leider können wir hier keine Dingens hinmachen. Wie heißt es? Keine Wasserleitung. Deswegen sind die not amused. Die sind ein bisschen sauer vielleicht. Da noch ein bisschen blau. Das machen wir auch noch blau. Ja. Ja. Da ist was anderes gebaut, oder wie sehe ich das? Jetzt fehlt es an grün. Können wir hier ein bisschen zumachen noch. So sieht es doch schon ganz gut aus. Oh, da kommt schon wieder Blaues hoch. Haben wir hier noch blaue Plätze frei? Da vielleicht. Hier ist noch blau. Wieso geht das dann durch? Interessant. Zu welcher Straße gehört das dann? Zu der oder zu der? Das ist dunkelblau da, ne? Ist gerade neblig, oder? Und hier ist es auch so. Das ist nicht so schön. Jetzt haben wir erstmal wieder genug. 20.000 plus. 58,7 sind die Leute. Kommen, das ist gut. Wir haben genug Strom und so. Gucken wir mal gerade hier beim Müll vorbei. Der da ist jetzt auch voll. Das war, glaube ich, der einzigste aktive noch. Ne? Also, das machen wir mal so. Der wird dann geleert. Ah, dafür können wir zum Beispiel den wieder aktivieren. So, der geht auch zu aktivieren, dann machen wir das doch mal. Also hier im vorderen Bereich wollen wir jetzt mal was machen und hinten wollen wir eigentlich eher die abschalten. Ne? Die meisten davon werden ja auch nur noch entleert. Der hat das Problem, dass auch nicht abgeholt werden kann, glaube ich. Ne? Wird jetzt, da ist es. Also der wird nie leer werden, weil den kann man nicht abholen. Das abschließen, dass das nicht mehr geht. Und von hinten nach vorne dann minimieren. Eher vorne wieder einen aktiv schalten und hinten deaktivieren. So, was sagt die Müllgeschichte? Ah, die Müllgeschichte, da oben wollte ich gucken. Also Strom haben wir. Wasser läuft auch. Müll, was im oberen Bereich geht. Bildung Grundschule ist knapp im roten Bereich am Schratzen. Das andere ist besser. Die sind alle ziemlich zufrieden. Bürogebäude sind sogar mit 91% sehr zufrieden. Die könnten wir noch ein bisschen schröpfen, ne? Da waren die Bürogebäude. Machen wir die mal auf 14. Gesundheit läuft super. Bestattung geht auch. Ja, und dann haben wir andere Sachen, die jetzt nicht mehr relevant sind. Ja, Verkehr wird dann natürlich wieder mehr, ist auch klar. So. Was
macht der Verkehr hier? Oder machen wir Kreuzung an, die blauen Linien weg. Ja, hier diese Straße ist immer noch überlastet. Da hinten auch. Ach so, ja, das sind schon die rückwirkenden Auswirkungen, ne? Da machen wir eine Ampel an. Ja, da verschwinden die schon, ne, weil es nicht vorangeht. Ich glaube, wir müssen das hier ändern, dass die rausfahren können, ne? Wo ist die Schlange länger? Da. Dann passt so, würde ich sagen. Und wir hoffen, dass das mal irgendwie was wird mit diesem Straßenverkehr hier. Also es läuft relativ schlecht, ne? Straße anpassen. Wenn ich da jetzt draufklicke, was passiert damit anpassen? Keine Ahnung. Will ich jetzt auch nicht testen, weil ne, sonst ist die Straße nachher noch wieder weg. Dann könnte ich hier so ein Stück könnte ich anpassen. Ach so, da können wir eine Vorfahrtsstraße rausmachen. Alles klar. Dafür war das. Die geht von da bis da. Gut, okay. Keine Ahnung, wofür das jetzt gut ist. Okay, läuft, würde ich sagen. Obwohl 14.000 wird gerade ein bisschen Geld weniger. Aber das ist halt so, ne? Schwankt halt auch hin und her. 59.000 Leute sind da, fast 60. Dann haben die auch bald wieder, ne? Eine Meinung von uns, dass wir wieder schlechtere Zeiten vor uns haben, wo das auch wieder ins Minus gehen wird. Sind aber kurz davor, die 25 Millionen zu unterbieten. Das ist doch schon mal was, oder? Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hier uns mal um Bushaltestellen dann kümmern. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.